Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels und ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Infovideo beziehungsweise das Aufklärungsvideo, weil sich einige YouTuber gefragt haben, kann man das downloaden? Wie viel kostet das? Wo kann man es kaufen? Wo kann man es spielen? Das ist eigentlich ganz simpel, geht einfach auf Google oder Firefox oder Internet Explorer, je nachdem was man hat, gibt in der Leiste Happy Wheels ein. Dann geht ihr hier drauf auf turtlejerkface.com, meldet euch hier, meldet euch hier einfach an, ich bin jetzt schon angemeldet, dann klickt ihr hier einfach auf Happy Wheels, Play Now und schon habt ihr es. Kleinen Moment, ich muss da was machen. So, und ja, dann geht ihr halt auf Play Happy Wheels und dann habt ihr es. Oder auch nicht. Hallo? Na toll, jetzt sagt mir nicht, hat sich aufgehangen. Na super. So, wir sind wieder da. Und ja, geht man einfach auf die Startseite, gibt Happy Wheels ein, dann auf Turtle Jerk Face und danach auf meldet man sich an oder spielt halt spielen. Geht man einfach auf Happy Wheels und dann hat man das Spiel. Robin 1000, habe ich gesehen. Wir haben schon, was die Map uns sagt. Ups. Ups. Ach, das ist ein. Ach, geil, das ist ja ein. Who kicks Damien Zenos ass? Who saves Kane? Hey! Undertaker. Nö, sie ist nämlich der neue Raw General Manager. Hey, geschafft. 3 Sterne. Ist okay. Natürlich keine von mir. Ich wollte euch nur sagen, dass ich in der Woche im Internat bin. Das heißt, es kommen in der Woche keine Videos von mir. Die Videos kommen wahrscheinlich nur am Wochenende. Oder halt in den Ferien. Aber ich komme immer freitags, so gegen 14 Uhr wieder. So gegen 14 Uhr wieder komme ich mit dem Bus nach Hause. Und fahre sonntags, also heute so gegen 15, 16 Uhr. Also wundert euch nicht, warum so viele Parts kamen in den Ferien und jetzt in der Woche irgendwie gar keine mehr. Das wollte ich euch nämlich schon ewig erzählen. Es kommt mir nicht, muss ich sagen, er hat keine Freunde. Ich habe nur wegen Mobbing-Attacken, das gebe ich offen zu, die Schule gewechselt. Weil es einfach nicht mehr ging. Und dann bin ich dazu noch Zitternat gekommen. Deswegen. Alter. Boah. Toll, wie das immer abschmiert. Finde ich ganz klasse. Ich habe mir jetzt gestern, also
von je nachdem, wann es geguckt wurde, nämlich das war Samstag, den 18. August, WWE 12, die WrestleMania-Edition bestellt. Und wer WrestleMania, wer WWE 12 hat, hätte ich mal eine kleine Frage an euch. Kann man Brock Lesnar im WWE Universe Modus freischalten? Und wenn ja, nach dem ersten Kampf oder nach dem zweiten Kampf? Also irgendwie kommt er ja dann rein verprügelt, den Charakter, den du gerade spielst. Und ja, deswegen, und The Rock muss man so einen Code dafür für ihn haben. In The Rock muss man so einen Code für The Rock haben. Oh! Muss man so einen Code für The Rock haben? Also damit man ihn frisch halten kann. Oder muss man einfach die Outsider-Story, die Road to WrestleMania Outsider Story mit dem durchspielen. Achso. Da muss man. Alter! Da muss man einfach die Outsider Story mit Triple H. Also die Road to WrestleMania. Erst kommt ja Sheamus. Dann kommt Triple H. Also die. Die Williams Story ist ja Sheamus und die Outsider Story. Ja, und die Outsider Story ist ja Triple H. Muss man die mit Triple H dann durchspielen, um The Rock zu bekommen? Oder muss man einfach so einen Code eingeben? Bei den Cheats oder bei Xbox Live? Weiß ich ja auch nicht. Um da freizuschalten. Wäre nett, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben würdet. Wie das alles so abläuft. Das wäre nett von euch. Was soll ich denn hier machen? Hallo? Ach, geil. Geile Anspielung auf das ASDF-Movie. Oh, muss ich jetzt treffen oder was? Nein, 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 nein. Nein, ja, 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 nein, 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 nein. Ja, nein. Oh, verdammt. Ja, 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 drauf, drauf. Komm die da hoch? Nee. Ich dachte. Alter, jetzt nimm den Ball und. Jetzt. Oh, jetzt noch. Hallo. Alter. Jetzt nimm noch mal so ein. Okay. Ja. Nee, war jetzt nicht so. Mein Lieblingslevel. Zum Abschluss dieser Folge nochmal mein Lieblingslevel. Okay, es wird ein Abschluss ohne Level. Wir sehen uns dann beim nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ach ja, die Folge wird wahrscheinlich dann jetzt wieder nächstes Wochenende kommen. Bis dahin. Ja. Bis dann. Tschüss und schönen Tag und schöne Woche. Wünscht euch, euer Phil.